So, einen wunderschönen guten Tag, mein lieber Offen, willkommen zu meinem neuen Video von mir. Und im Jahr ist das erste Video im Jahr 2024, denn Rostock Games hat das nächste GTA Online bestätigt und kommt schon nächste Woche Donnerstag am 7. März 2024. Denn letztes Jahr haben die Lestose, also von Los Santos Drug Wars, von letztes Jahr das Update bekommen und das nächste Update geht ja, und er wird wahrscheinlich im Juni oder Juli kommen, das Sommer-Update 2024. Aber es wird auch noch kommen. Aber Rostock Games hat was, also Rostock Games hat zwar also das nächste Update bestätigt, also es war das, wahrscheinlich das erste Sommer-Update, und das zweite Sommer-Update kommt dann schon erst im Juni, Juli. Rostock Games hat ja auch wie letztes Jahr bestätigt, seit Anfang Juli. Also nee, nicht Anfang Juli, ich meinte Anfang Juni, also letztes Jahr. Und letztes Jahr war die Lestose von Los Santos Drug Wars, und also von letztes Jahr, und das Sommer-Update, das erste Sommer-Update 2023, da kam ja schon Anfang Juni draußen. Und das, ja, Rostock hat zwar heute bestätigt, dass das nächste Update, also am 7. März kommt, und ich denke, dass wir das Sommer-Update erst im Juni oder erst im Juli bekommen werde, also das Sommer-Update 2024 in GTA Online. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was die Rostock Games hier auf der Newsfeier auf der offiziellen Webseite geschrieben. GTA Online, Clucky Bell, Farmwide, also Raubüberfall. Der Clucky Bell-Überfall am 7. März in GTA Online. Führt im Rahmen des Clucky Bells Überfalls einen raffinierten Plan aus, um ein noch nie dagewesenes Ausmaß an Korruption offenzulegen am 7. März in GTA Online. Ihr habt bereits einen Anruf von Vincent Effenberger erhalten, der früher Sicherheitschef des Diamond Casinos war und jetzt als LSPD-Officer arbeitet. Nun habt ihr die Gelegenheit, unter orthodoxe, aber lukrative Umstände zusammenzuarbeiten, um ein neues Kartell zu zerschlagen, das aus der Clucky Bell Fabrik in Palito Bay heraus eine umfangreiche Operation betreibt. Helft Vincent dabei, in diesem echt geladenen neuen Story-Update den Fall mit Biova zu meistern, indem ihr es mit korrupten LSD-Corps und einem gefährlichen neuen Kartell aufnehmt, das den Massentierhaltungsbetrieb von Clucky Bell als Fassade nutzt. Der Clucky Bell Überfall beinhaltet auch neue Fahrzeuge, die von Spielern gekauft und modifiziert werden können, wie das unermüdliche Strafverfolgungsfahrzeug Bewahrto Gundel Interceptor. Am 7. März fuhr alle GTA Online-Spieler auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X&S, Xbox One und PC. Also, nächste Woche Donnerstag kommt schon das nächste GTA Online Update, und das nächste Sommer Update werden wir wahrscheinlich erst im Juni oder erst im Juli bekommen werden. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Und nächste Woche Donnerstag gibt es wieder News wieder. Also, hier natürlich schon mal Kanal über Rostock Games, das Rostock Games ja veröffentlicht hat, das nächste GTA Online Update, also schon ja, Anfang, das erste Sommer Update kommt ja schon erst Anfang Juni oder sogar erst im Juli. Und ab Donnerstag werde ich wahrscheinlich auch ein Video darüber, dass das Update jetzt verfügbar ist. Und werde ich euch ein Video darüber zu machen. Und und dann werdet ihr natürlich auch euch schon sehen. Also werdet ihr natürlich sehen, und ich bin schon gehypt darauf. Und es ist bei jedem GTA Online Update genauso, weil sobald nächster GTA 6 endlich erscheint, ist ein anderes Thema. Es ist GTA Online Update angesagt, das nächste GTA Online
Online-Update, als Sommer-Update, kommt das schon, habe ich euch schon bereits gesagt, Anfang Juni oder erst im Juli. Also Juni, Juli kommt das Sommer-Update 2024, aber das werdet ihr natürlich sehen und ja, ich halte natürlich euch auf den Laufenden. Und ja, das war es natürlich auch bei GTA Lukas. Hoffe, das Video es gefallen hat. Gibt es einen Daumen nach oben? Wieder, da gibt es auch keinen Daumen nach unten nicht mehr. Und abonniere meinen Kanal, ist immer kostenlos und sonst verpasst du keine Videos von mir. Und das Thema, ja, GTA 6 und natürlich zu GTA Online, so ein neues Update, sobald es bis, also das machen wir noch, sobald, ja, wir müssen gucken, wann das letzte GTA Online Update ist, denn GTA 6 erscheint sowieso erst nächstes Jahr, weil nächstes Jahr ist dann GTA 6 endlich soweit, auf dem wir alle gefreut und auf den wir alle gewartet haben und es ist ja einfach nur endlich soweit und demnächst darum schon geht der Sex endlich und ja und dann verpasst auch keiner durch geht der Sex, dazu geht der Sex und natürlich so geht der Online so ein neues Update. Oh mein. Okay, ja. Okay, so, das war's. Ich hab noch geschluckt. Aber egal, anderes Thema. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Nachmittag noch, schönen Abend, schönen guten Nacht, morgens, mittags, wie auch immer, falls du es siehst. Und dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Video. Mach's gut und tschüss, ihr Lieben.